Hallo meine Freunde, herzlich willkommen in unserer Heimspielstätte der Messe, die leider leer ist und ich musste auch eine sehr lange Zeit alleine dort trainieren und musste mich sozusagen selbst beschäftigen. Vielleicht sind einige von euch auch in der Situation, einfach gerade nur alleine trainieren zu können. Aber lasst euch nicht unterkriegen, diese Zeiten werden vorbei sein und nutzt auch diese Zeit, um besser zu werden. Wenn ihr einen Korb zur Verfügung habt, entweder einen Freiplatz oder vielleicht echt sogar irgendwie einen Zugang zur Halle, was natürlich in diesen Zeiten schwierig ist, versucht erstmal von Namen sozusagen euer Wurfgefühl zu verbessern und danach könnt ihr auch mal Full-Court-Sprints machen. Das heißt, dass ihr eure Kondition noch nicht vernachlässigt. Vielleicht könnt ihr oder ihr könnt zumindest auch laufen gehen. Das heißt, lauft, macht Sport, haltet euch fit, versucht eure Kondition zu verbessern. Und wenn ihr echt einen ganzen Court zur Verfügung habt, könnt ihr euch auch sehr gerne Hindernisse in den Weg werfen und an eurem Ballhandling arbeiten und sozusagen wie beim Schattenboxen, nur im Basketball sozusagen verschiedene Situationen durchgehen, die ihr in eurem Kopf durchspielt wo ihr versucht, besser zu werden. Ich habe zum Beispiel jetzt hier aus dem Pick-and-Roll, dass ich vielleicht auch mal schaffe, aus dem Pick-and-Roll Würfe zu kreieren und die vor allem zu treffen. Daran habe ich gearbeitet, nachdem ich mich natürlich sehr, sehr gut warm gemacht habe und natürlich auch an meinem Ballhandling. Und ihr seht vielleicht auch, dass ich mir ein bisschen versuche, trotzdem, obwohl ich gar keine Gegenspieler habe, den Ball zu schützen. Das ist super wichtig damit man auch spielrealistisch arbeitet. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergebracht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Ich gebe jetzt auch eine richtig geile, coole B-Roll mit richtig Power und dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen Motivation dadurch bekommt. Viel Spaß und viel Erfolg. Los! Danke, Malte Ziegenhagen, dass du wieder all deine Sachen, sogar deine Latschen bei mir im Spind hast. Guten Appetit! Guten Abend, Tim. Ja, so, wir essen richtig schön auf der Schützenplatz-Garnitur. Das wird hier irgendwann mal der Videoraum. Das ist irgendwann im Fernsehen. Whiteboard. Und Niklas zeigt wieder böse Finger. Aber die Schuhe sind feurig. Wir haben uns natürlich einen guten Dine David Deal besorgt. Das heißt, es ist auch mal gesund essen von den Auswärtsfahrten. Okay, okay. Sandwich und Smoothie bewahre ich mir auf für den Bus. Guten. So, wie ich es gerade schon vielleicht mitbekommen habe, waren wir jetzt erst trainieren und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Oldenburg mit unserem neuen Teambus. Sieht schon nicht schlecht aus, ey. Gut geklebt. Wir sind momentan angekommen und zeige mal kurz. Ich habe das Spinning Bike aus dem Bus mitgenommen, da setze ich mich gleich nochmal drauf und bewege mich ein bisschen durch. Ganz in Ordnung, ich bin mit George im Zimmer, Bart ist auch solide. Und morgen geht's endlich los. Nächstes BBL-Spiel für mich. Ich glaube, es war jetzt anderthalb Jahre her. Freue mich richtig. Ich gehe jetzt noch eine Runde radeln. Dann gehen wir morgen nochmal zum Shootaround und es ist Game. Let's go!
So, irgendwie ist unser Hotel zweigeteilt. Man muss die anderen Zimmer suchen. Ich bin jetzt hier in meiner Altstadt gelandet. Sieht richtig, richtig schön aus. Oldenburg, du kannst was. Das ist der bequemste Sitz ever, ey. Sitz? Wie nennt man das? Gesichtshalter. Oh, muss ich mir Gedanken machen. Oh Mann. Der nächste Patient kommt, der ist doch jetzt dran. Ist jetzt dran und ich bin. Die Crowd ist auch schon da. Jetzt geht's los, Game Time. Vielleicht haben es einige von euch auf dem Intelligenter Sport gesehen. Vergesst nicht zu subscriben und ein Like dazulassen. Danke. Hey, guten Morgen. Kleiner Nachtrag zum Spiel. Wir haben richtig, richtig auf den Sack bekommen. Und ich wollte gestern Abend echt nochmal mit euch quatschen. Wir frühstücken jetzt, dann machen wir uns auf den Weg zurück nach Chemnitz, trainieren da sofort. Und dann geht's morgen sofort weiter zum nächsten Spiel, zum Heimspiel. Ja, werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch schon gesehen haben, das Ergebnis. Hoffentlich werden wir da auf jeden Fall besser auftreten und all unsere Power zusammennehmen und einfach mal das zweite Heimspiel der BBL-Saison, für mich das erste Heimspiel mit Kindern in der BBL, einfach mal gewinnen.